nachdem der jetzt kommt, kannst du schon losmachen. Und los! Bisschen gerade machen. Zurück. Ach, muss ich das einlenken? Drehen meine ich? Da lang, so. Nee. Gib mal ein bisschen Gummi. Na los. Alles gut, es geht gleich wieder runter. War eine gute Idee mit dem Käse? Das heißt wohl ja. Ich trinke das gleich alles aus. Das schmeckt so lecker, ne? Achtung. Saure Sahne-Dip, den lieben wir. Und Matthias hat heute noch was Neues. Was hat die Kleine? Mmh, eine Pommes. Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, meine Lieben. Heute die Kleine hatte die erste Mal einen Apfel. 16.15 Uhr. Die Kleine hat das erste Mal einen Apfel und knabbert daran. Ja, aber das ist eigentlich meiner. Ich will ja eigentlich jetzt den hier geben, weil ich habe auch was anderes für die Schule zu essen. Und dann, oh Mama. Sind da noch irgendwelche Kühlschranksachen drin? Mhm. Ich habe voll die Einkaufstüte vergessen, ja. Eigentlich. Was denn so? So, das habe ich schon gekauft. Blaubeeren. Ja, die müssen sich unbedingt im Kühlschrank. Das Getränk. Ach, Multi, ne? Ja. Kannst du mir das geben? Was? Den einen? Die hat doch jetzt einen. Ja, das ist meiner. Lass sie den doch. Okay, dann darf ich den. Ja. Okay. Aber, was wollte ich gerade sagen? Ey Mama, du musst aufpassen, dass sie das nicht untere abisst. Ja. Ich habe das gerade schon in der Story erzählt. Ich fange heute den Vlog so spät an, weil ich so ein bisschen Depri bin. Weil bei mir gerade so eine Sache nicht so ganz rund läuft und das belastet mich halt. Darf ja auch mal sein, ne? Kann ja nicht immer alle 100% rund laufen. Ich denke, hoffe, es wird sich auch wieder normalisieren und gut laufen und so, aber... Ich bin heute schon den zweiten Tag so ein bisschen in Depri, also heute schlimmer als gestern, weil ich heute erstmal das so richtig klar aufgerufen habe im Kopf, was, wie und so. Gut, ja. Schmeckt Pfeffer, gehen wir. Wow, süß, oder? Sie kann davon nicht mal richtig abbeißen. Oh, hat sie die alleine gegessen? Nein, Mara hat angefangen und sie schlauert da jetzt rum. Mara Maus ist auch wieder im Haus. Ach so, Mara muss euch noch was erzählen. Hey, was soll ich denn? Mara hat eine Nachricht bekommen. Komm mal runter hier. Mara hat eine Nachricht bekommen sie hat so eine App, da kommuniziert mit dem Zeugnis? Nein. Ach so, nee, ich krieg keine Zeugnis. Also wir haben ja eine App, wo die Lehrer mit den Schülern und so kommunizieren können. Und da hat ihre Lehrerin in Chemie, Physik, Geografie. Ja. In Geografie geschrieben, dass sie Fehler gemacht hat in der Notenerrechnung fürs Zeugnis. Nein, das nicht sie hat Fehler gemacht, sondern das Programm hat zwar kaputt, irgendwie defekt oder so. Ach, das läuft mit Programm, ja? Ja. Naja, auf jeden Fall. Entschuldigung fürs Nase hochziehen, ich habe seit gestern Schnupfen. Hat Mara doch keine 4 auf dem Zeugnis. Gehen wir sie bei... Sie hat eine 3 jetzt. Gehen wir bei unserem Center da bei den MacPaper. Da war unser, weißt du? Eiche? Nein, Linden. Center, weil das MacPaper und das ist ein Euroshop und ich möchte Yum Yum, bitte, ich brauche Yum Yum. Boah, ich hasse dieses Center. Können wir da bitte, wirklich, das ist nur ganz schnell, das ist nur ganz wenig, kann ich bitte ein bisschen von der Cream hier haben? Weil meine ist fast leer. Oh, das ist gar nicht die Cream. Ich hasse dieses Center. Bitte, kommen wir da hin, weil da gibt es auch einen Euroshop und da gibt es 100% Yum Yum und ich möchte Yum Yum. Ich möchte ein Stäbchen essen. Wo hast du die Hose her? Keine, bleibt immer in meinem Schrank und die habe ich mir einfach irgendwann... Ist das eine XS? Ja. Gut, ne? Gut oder scheiße? Ja, ist gut. Komm, wenn Malu denn die Äpfel ist, hast du sie? Oh! Ich habe halt Malu das erste Mal so richtig schüchtern gesehen, ey. Sie wollte die Mädchen, immer, ne? Sie hat sich immer nur auf mich raufgelegt. Das war ihr richtig. Mara war heute das erste Mal mit 3 Mädels aus der Schule hier bei uns und haben sich auch eine Pizza bestellt, weil sie Ausfall hatten. Entschuldigung. Und als sie gekommen sind, ich hätte sie genommen und sie hat sich immer hingelegt, immer, egal. Mach mal lang, red mal langsamer. Manu war schüchtern. Da wollte ich sie Lilly geben und dann hat sie nur sie angeguckt und so. Ich nehme sie wieder.
So lecky schmeckt, ne? Sie ist gerade aus dem Bett gekommen. Warum ist das? Ist halt. Süß. Gut. Ich bin nur am Niesen, meine Augen tränen. Das ist gerade läuft. Das ich bin gerade voll bedient. Also ich hätte schon gerne 10 Euro. Ich will nicht in dieses komische Lindencenter. Doch, Mama, weil. Erstens ist da voll ausgestorben und oll. Erstens ist es nicht so weit weg und zweitens gibt es da den Euro-Shop. Benutzt du das überhaupt? Ja, dann logisch. Kann ich das haben? Nein. Aber es ist nicht leer. Bitte, du hast noch nicht angefasst. Ja, weil ich noch eine große habe. Ja, guck, das ist unfair. Nein, hinlegen. Das ist aber unfair. Hinlegen. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, wie unfair das ist. Leg es hin. Lass doch Eiche fahren. Nein, das ist. Das ist auch MacPaper. Das dauert. Okay, nur wenn ich was Kleines bei McDonalds bekomme. Nee, das ist ja unfair den anderen gegenüber. Nee, okay, ich möchte bitte Lindencenter, weil dann kann ich mir Yum Yum holen. Ich möchte Yum Yum essen. Schon seit mehreren. Gibt's doch auch bei Kaufland. Nein, sowas gibt's da nicht mehr. Es gibt nur noch bei Markendiscounter und bei 1-Euro-Shop. Bei Netto zum Beispiel. Aber das ist immer ausverkauft, weil es das nirgends mehr gibt. Das Leckere. Deswegen gehen wir bitte zum Lindencenter. Wir wollen jetzt auch kein. Ich muss noch Hausaufgaben sämtliche machen, die du mir gerade auch selber geschickt hast. Also möchte ich jetzt hier kein. Ah, du willst die gelben, ne? Ja. Und du willst das bitte jetzt nicht bestellen. Ich möchte die jetzt heute essen. Wir gehen jetzt ins Lindencenter, bitte. 30 Stück, 20 Euro. Das ist 30 Stück, kosten 3 Euro. Auf 1 Euro schon. 2 kriegst du für 1 Euro. Ja, das ist ja billiger. Und Mama. Hä? Wenn 2 1 Euro kostet, dann kosten 10 Stück. 20 Stück 10 Euro. Also. Hast du keine Mathe? Sicher 50 Cent? Mama, 2 Stück kosten beim 1 Euro Shop. 2 Stück kosten, das ist ein Angebot. 2 für 1. Aber der 1 Euro Shop hat ja auch nichts mehr für 1 Euro. Das ist ja jetzt auch 1,50 Euro okay, geworden. Okay, Mama, können wir jetzt bitte einfach das machen, was ich möchte? Ich möchte jetzt auch keine 30 Packungen Yum Yum haben. Mames? Hier für mich? Hey, was ist denn der Wahl? Ich habe so ein, kennst du nicht das abgefuckte Ausmalbuch oder so, was bei mir auf dem Schreibtisch liegt? Mama, können wir bitte was holen für das Paket? Tut mir so leid. Ne? Aber eigentlich habe ich doch alles da. Ja, okay, ja, okay. Es gibt so richtig hochwertige Buntstifte. Nur die da. Hier, die sind auch hochwertig. Die da, oder? Ja. Auch voll schön ausgepackt. Was? Was lauf jetzt bitte? Also entweder links oder rechts. Ja, ich. Ja. Ja. Ein Haul, was Mama und ich gerade beim Lindencenter gekauft haben. Und ja, als erstes haben wir diese wunderkrasse. Mama, Papa, guck doch mal. Papa, 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 guck doch mal bitte. Guck mal, wie krass. Wow. Ja, das war die. Das brauchen wir als Untergrund für. Das ist meine Kunstmappe. Dann habe ich ein alles in A3 Kunstblock. Dann habe ich ein Bleistift Stärke B. Dann Wattepad. Yum Yum. Yum Yum. Yum Yum. Mach's aber leise, ich mach grad einen Haul. Dann habe ich zweimal so eine Schokodinger gekauft, so Schokostrohhalme. Ich kann dir dann dein Essen jetzt nicht machen. Augenbrauenrasierer. Ja, das kriegst du mal reingeschlossen. Futter für Malu. Noch mehr Futter für Malu.
Tippex. Ein Duft-Dingsdi-Bumster. Und ein Klarlack. Und zum Schluss, zum letzten Schluss da Bumsti, ein Primer. Dann war mal vollzeit, wa? Ja. Yum, yum. Ja. Wann? Jetzt gleich. Mama. Okay, Mama. Tschüss. Mama. Ja? Wie viel soll ich da reingießen? Ja, du möchtest was frittieren. Also, 200? 200. Mach mal. Okay, sag Stopp. Mhm. Ich mach ganz langsam extra. Ihr Mast! Fick dein Mastprojekt! Mama! Ich kann das ja? Sag! Ja. Okay, stopp. So? Sieht das gut aus, Mara? Gangster, go! I'm a slider, I'm a slider, IPG! Ich glaube, das heißt ja! Was? Er sagt, ich glaube, das heißt ja. Din, din, din. Guck mal. Din. Ja, mein. Oh, mein. Nein, 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 und wie viel möchtest du davon jetzt? Alle. Nee. Die sind, danke, die schmecken voll lecker. Die sind besser als die anderen Nuggets. So. Mama, ich muss noch mal ganz kurz mit dir Ticker machen, okay? Also musst du nur zugucken. Soll man nicht einfach, alle ausgeschnitten? Mama, komm mal schnell. Mama, komm schnell, komm. Ja, mal fang doch einfach an. Nein, du musst sie gucken. Du musst sie bitte, ich möchte deine Reaction. Passen da überhaupt alle rein? Nee. Nee? Nee. Komm, jetzt einmal gucken, Mama. Warum brennt hier das Licht? Licht. Ich komme nicht. Was hat er gemacht hier? Ich komme nicht. Hase, was hast du hier gemacht? Was? Habe ich gemacht? Was ist das? Ich hab meine Karten geräumt. Und dann musste ich ja alle hier hinschmeißen, weil ich sag mal so, du hast jetzt noch 5 Minuten Zeit, das mir wegzuräumen. Morgen mache ich den Staubsauger an und davor räume ich alles in den Müll. Ich weiß nicht, ob du das willst. Ja, alles in den Müll. Mach es, ich meine das ernst. Ja, guck ich. Was ist alles in den Müll? Ich hab auch eh nicht. Guck mal, mein Mülleimer. Da sind goldene bei. Nein. Ja. Mama, hier sind meine goldenen drin. Ich habe hier gerade eine goldene gesehen zwischen. Zeig. Hier sind meine ganzen goldenen. Da. Wo? Also die glänzen beide. Ich habe gerade eben noch eine goldene dazu gesehen. Nein, Mama. Doch, habe ich. Dann war die so gelb hier. Ich bin fast in die Badewanne gefallen. Oh, Mama. Okay, jetzt kommt der schwierigste Schritt. Die Zahnpasta. Und darf ich die haben? Na, mach bitte deine Zähne. Okay, jetzt kommt meins. Ich komm einfach nicht hin. Ich komm einfach nicht hin. Wo denn hin? Zu meiner Zahnpasta. Da, guck mal, ist zu viel. Ist zu viel? Ich sehe nichts, Maris. Ich mache immer in die Zahnpasta Wasser rein. Ich mach hier auch nicht. So? Nein, ich hab viel zu viel. Sieh mal, das ist voll Verschwendung. Was ist, zieht sich wieder rein. 4-3. Atatatapa, Winsalabin. Ich zähle jetzt die Zahnpasta weg. 1, 2, 3. Oh mein Gott, ich hab voll geschlappt. Da muss ich wohl machen. Jo, als wenn du einfach Zahnpasta drauf machst. Jo, Mama, ich bin deine Mama. Ich muss nochmal was drauf machen, ein bisschen. Sonst kriegst du mir nicht. Ein bisschen. Ich kapiere es. Vorher mache ich noch einen Trick. Maris, bitte, putze die Zähne, ich möchte dich wieder runter, ich möchte dich fertig machen. Okay, warte.
Okay, das mache ich jetzt. Eins. Bin schon wieder on the way. Wollte aber noch mal schnell das Ende machen. Ich hätte dich einfach so gehen lassen. Mara, Marlene? Kommst du mit so runter? Such dich. Malu! Ja, ich weiß, hat sie immer. Wo bist du denn? Ach da. Hallo Baby! Hat sie dir sogar die Hose umgekrempelt, ja? Ja, ist viel zu groß, aber sieht so aus. Holst du noch schnell eine Mütze? Dann können wir los. Von wo eine Mütze? Habe ich ja gesagt, Wickelkommode, Schublade einfach. So. Und süß, bei euch, ne? Das war's hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Wir müssen los. Oh, du bist so süß. Hallo, tschüss.